Ist die Erdung im Haus noch in Ordnung? Ist in deinem Haus deine Erdung noch in Ordnung? Kann man die selber überprüfen? Wie kann man die überprüfen? Kann man da auch als Laie irgendwas machen, um festzustellen, ob da irgendwelche Mängel dran sind? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Helmut und heute geht es um das Thema Erdung. Immer wieder werde ich gefragt, kann man die Erdung selber überprüfen? Kann man da selber Mängel feststellen? In erster Linie sind es Zuschriften von Leuten, die eben schreiben, sie haben ein Haus gekauft oder sie haben eine ältere Anlage, sie wissen gar nicht, haben sie irgendeine Erdung? Vorneweg möchte ich aber ganz klar sagen, all das, was ich in diesem Video erzähle und zeige, ersetzt nie und niemals die eventuell erforderliche Messung von einem Elektrofachbetrieb. Nur um überhaupt eine grobe Übersicht zu bekommen, was kann ich tun, was, wenn ich da einfach mal Angst habe, nicht weil schon irgendein Fehler war, sondern einfach weil ich es einmal überprüfen möchte, habe ich natürlich schon ein paar Tipps. Das erste und wichtigste Indiz wäre zu schauen, ob es irgendwo eine Haupterdungsschiene, eine Potenzialausgleichsschiene vorhanden ist. Wenn das Haus einen Keller hat, ist es höchstwahrscheinlich im Heizraum oder in der Nähe vom Hausanschluss, wo der Strom reinkommt, Panzersicherungsschrank, oder auch in der Nähe vom Zählerkasten. Schwieriger wird das Thema natürlich, wenn es richtig alte Anlagen sind, wo gar kein Fundamenterde oder Ringerde oder irgendwie sowas vorhanden ist, sondern wo irgendwie eine Wasserleitung geerdet worden ist. Da ist es auch meistens sehr schwierig zu finden, wo das ist. Da muss man dann direkt messen. Da geht's, muss ich aber allgemein nochmal sagen, Anlagen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den Vorschriften entsprochen haben, entsprechen diesen Dingen auch heute noch. Also man muss die nicht irgendwie erneuern. Wenn man natürlich die Anlage erweitert, neue Teile neu installiert, müssen diese neuen Teile den neuen Vorschriften entsprechen. Und da ist dann früher oder später natürlich auch Erdung oder die Erdungsanlage ein Thema. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, Erdungsanlage, Erdung, Ableitung, diese Geschichte ist von enorm hoher Bedeutung. Wenn die Erdungsanlage nicht passt, kannst du eventuell lebensgefährlich sterben. Also ein weiterer Irrglaube ist, dass ein grün-gelber Draht irgendetwas mit der Erdungsanlage per se zu tun hätte. Ganz, ganz, ganz verkehrt. Viele Leute haben auch die Überzeugung davon, wenn ein EFI-Schalter, ein RCD, die Auslösetaste funktioniert, muss die Anlage geerdet sein. L1, L2, L3, Neutralleiter, Erdungsdraht, Schutzleiter. Da wird aber nichts abgegriffen. Egal, ob da Erdungsdraht angeschlossen ist oder nicht, löst der bei der Prüftaste aus. Ich habe in dem Video so einen Steckdosentester einmal gezeigt. Da möchte ich jetzt eine Kleinigkeit einmal zeigen, weil immer hat es geheißen, ja, der ist überflüssig. Ganz im Gegenteil, wenn jetzt ich zum Beispiel feststellen will, ob an irgendeiner Steckdose eine Erdung angeschlossen ist, kann ich das mit so einem Teil wunderbar machen. Ich stecke den rein. Dann leuchten die erforderlichen Symbole. Unten kann ich dann testen, ob Schutzkontakt, ob das leuchtet. Und wenn ich jetzt die Prüftaste drücke, löst der RCD aus. Jetzt stellen wir die gleiche Situation nochmal nach, aber ich entferne von der kompletten Anlage, von der Verteilung, den Haupt-PE, den Hauptschutzleiter, der auf die Erdungsschiene geht. Ich glaube, man kann es sehen. Erstens leuchtet, glimmt hier herunten eine Fehlerleuchte. Und wenn ich jetzt auf die Taste drücke, löst nichts mehr aus. Wie gesagt, das Teil, nicht das, das ist ein recht altes, ich habe das nur lieb gewonnen, ein neueres Teil, das das gleiche kann, habe ich in dem Video schon vorgestellt. Das Video verlinke ich unten auch einmal, ebenso das Produkt. Ich finde, sowas gehört in jeden Haushalt. Und nur für alle Schlümpfe, die das Video anschauen, selbstverständlich habe ich den Hauptschutzleiter, den PE, wieder angeklemmt. Eine weitere Möglichkeit,
um dem Ganzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, ist zum Beispiel mit einem Duspol, habe ich in dem Video gezeigt, das Video verlinke ich auch unten, einen RCD auf Erdung zu überprüfen. Das heißt, RCD wird eine Seite eingespeist, RCD-Ausgang ist wichtig, dass man nimmt, einen Außenleiter vom RCD-Ausgang, welcher ist egal, und dann auf den PE, der in der Verteilung drin ist. Wenn man dann beide Tasten drückt, muss der RCD auslösen. Des Weiteren, wenn man nicht drückt, muss am Display die Spannung angezeigt werden und die ist zwischen Außenleiter und Erdungsdraht auch 230 Volt. Wenn da irgendwas anderes da stehen würde, hat man ein Problem. Übrigens werde ich auch immer wieder gefragt, warum für sowas ein Duspol und nicht einfach ein Multimeter. Gute Multimeter gibt es schon relativ günstig im Vergleich zum Duspol. Da kann man doch genauso die Spannung messen. Ja, das ist ein ganz großer Irrglaube. Alles, was die Elektroinstallation an einem Haus betrifft, sollte, es geht ja da in erster Linie darum, im Haus Spannungsfreiheit zu prüfen. Diese Spannungsfreiheit ist erstens noch DIN-VDI irgendwas zertifiziert. Da sind die meisten Multimeter nicht dafür geeignet, weil die viel zu hochohmig sind. Das heißt, man würde, wenn man Spannung misst, Phasen- und Neutralleiter, selbst wenn die Sicherung ausgeschaltet ist, würde eine kapazitive oder induktive Einstrahlung über was auch immer, würde das Voltmeter, das Multimeter anzeigen. Ein Duspol dagegen zeigt das nicht an und hat halt noch den Vorteil, dass ich eine Last draufschalten kann. Das heißt, ich kann auch Blindspannungen feststellen. Das heißt, der Duspol würde zwar irgendwas anzeigen, aber wenn ich unter Last draufdrücke, stelle ich fest, das ist Blindspannung gewesen. Also der große Unterschied ist, Duspol misst niederohmig und Multimeter misst hochohmig. Zum Thema Erdung. Erdungswiderstand messen, überhaupt die ganzen erforderlichen Messungen für die Erdung, was mit Widerstand in einem Haus zu tun hat, wird niederohmig ausgeführt. Das kann ein Multimeter nicht. Angenommen, ich möchte feststellen, ob meine Erdung geheizt ist, meine Heizung geerdet ist, ist auch das ohne Probleme möglich. Duspol mit einem Pol in der Steckdose auf den Schutzbügel, mit dem anderen Pol. Da muss das Durchgang haben. Das sagt mir jetzt, dass der Heizkörper auf dem gleichen Potenzial ist wie der Schutzleiter von den Steckdosen. Ob jetzt das da irgendwie ausreichend ist, kann man natürlich auch noch testen, aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Das sollte man nur machen, wenn man komplett allein in der Anlage ist. Man könnte jetzt natürlich einen Pol auf den Außenleiter von der Steckdose halten, den zweiten Pol auf einen nicht lackierten Teil von der Heizung, dann muss das Ding, ohne dass ich Tasten berühre, schon mal 230 Volt anzeigen. Und wenn ich dann beide Tasten drücke, muss ein RCD schmeißen. Das ist natürlich gefährlich. In dem Moment, wie ich einen Außenleiter über den Duspol zu der Heizung bringe, lege ich den Außenleiter auf die komplette Heizungsverrohrung. Das heißt, wenn irgendwo anders eine Heizung ist oder ein metallisches Teil, das mit dieser Erdung verbunden ist, ist in dem Moment beißt. Kann sein. Muss nicht, kann sein. Mit so einem Steckdosentester einmal seine eigene Anlage ein bisschen zu überprüfen, schadet überhaupt nicht. Und gibt einmal einen ersten Aufschluss darüber. Ich meine, wenn ich heute ein Haus kaufe, dann mag ich schon wissen, ob jede Steckdose geht. Auch mit einem Duspol, mit der Last, kann ich genau sehen, schaut euch das Duspol-Video an, kann ich genau sehen, ob da Blindspannung drauf ist, also ob die Steckdose wirklich funktioniert oder nicht. Da spricht nichts dagegen, dass das auch ein Laie macht. Im Grunde genommen müsste man einen, wenn halt irgendein Verdacht ist, dass da irgendwo etwas nicht funktioniert, wenn ich das mache, dann beauftrage ich einen Elektriker, der muss das Haus überprüfen. Bei einem Verkauf sollte ja eigentlich die Anlage ordnungsgemäß übergeben werden. In einem von den nächsten Videos, da ich sagen, erkläre ich einmal genau, was für Dokumente mit übergeben werden sollten, wenn ich eine Elektroanlage übergebe.
was man eigentlich alles mit übergeben muss, was man fordern sollte. Es muss natürlich auch eins klar sein, es gibt Vorschriften, die der Elektriker die Protokolle zu erstellen hat und mit zu übergeben hat. Es gibt natürlich dann noch weit mehr, aber das muss der Elektriker nicht kostenlos machen. Das heißt, wenn ich heute einen Kundenauftrag vergib und lasse mir da ein Wohnhaus installieren mit weiß der Geil was und ich möchte dann eine Detailplanung und von da einen Plan und da noch irgendwas und da noch Übergabeprotokoll und da noch Übergabeprotokoll, muss ich das halt beim Elektriker in Auftrag geben, der sagt dann schon, was kostet und was nicht kostet. Aber die Standarddinge, die man übergeben muss, erkläre ich in einem nächsten Video. Das war's von dem Video. Nicht vergessen, nicht alles kann man selber machen. Aber ein kleines bisschen was kann man schon selber machen. Wer mehr über das ganze Thema wissen möchte, abonniert bitte meinen Kanal, schreibt unten in die Kommentare ein, was ihr sich noch gern wünscht. Und dann schauen wir nochmal, wie wir zusammenkommen. Lasst euch nicht verarschen, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, servus.